denn Schluck Jahreswein? Ja, ich schaue dann bei Discord. Jetzt schaue ich nicht bei Discord. Ich muss jetzt hier mich um das alles kümmern. So, jetzt haben wir hier auch den Edelstein. So. Sehr gut, um Crash macht seinen Siegestanz. Yeah. Das sieht doch stylisch aus. Muss ich mal nachmachen. Allerdings nicht hier im Video. Du hilfst Cortex Kristalle zu sammeln. Und doch hast du einen Edelstein. Interessant. Tja, Crash, du musst wissen, solange du mit Cortex verbündet bist, bist du mein Feind. Und ich werde alles tun, um dich aufzuhalten. Wenn es dir wirklich um das Schicksal der Welt geht, dann musst du Edelsteine sammeln, nicht alle. Wenn du alle 42 Edelsteine hast, kann ich einen Laserbeamer fokussieren. Ein Laserstrahl, der Cortex und seine Raumstation vernichtet. Bis dahin muss ich verhindern, dass du weitere Kristalle sammelst. Sehr schön. Jetzt haben wir den Embryo kennengelernt. Den kennt ihr auch vom ersten Teil. Da hat er sich in den Hulk verwandelt, also indem er grünes Zeug gesoffen hat. Und der sagt, wir sollen diese Edelsteine sammeln, die silbernen und die rot, die farbigen, um ja Cortex aufzuhalten. Also wem von beiden sollen wir nun trauen? Die haben uns beide im ersten Teil ziemlich eingeheizt. Ich weiß es nicht. Also wir sollten erstmal weitergehen und jetzt gehen wir erstmal... Ich glaube, das ist eine Wasserdschungelwelt. Einen Bonusweg nicht zu meistern, kostet keine Leben. Also versuch es nochmal. Sehr schön. Ja, die Musik. Ach, schön. Ach Gott. Hier ist das ganz schwierig mit den Abmessungen, wie weit man springen kann. Oh Gott. Hier haben wir ekelhafte Fische. Also ich mobbe hier keine Fische, aber... Die sind auf jeden Fall eklig. Ist hier irgendwas Spezielles? Ne, man muss hier nämlich aufpassen. Jetzt haben wir hier eine fleischfressende Pflanze. Dann machen wir am besten so. Und haben den ersten Checkpoint. Und jetzt wird es richtig lustig. Ach Gott. Jetzt müssen wir hier mit diesem tollen Boot fahren. Und wir haben dort so schöne Minen. Genau, und für mit X kriegen wir einen Schub. Aber das würde ich jetzt noch gar nicht machen, sondern... Erst so, vielleicht mal hier, so wenn man hier drin hängt. Sollte man ganz vorsichtig sein. Sehr schön, das haben wir gut gemacht. Ja, das ist gar nicht so schlecht gewesen. Dann haben wir den nächsten Checkpoint. Hier kommt doch schon wieder so ein verdächtiges, lilanes Etwas. Oh. Zieht er sich Edelsteine aus dem Arsch? Der hat viel mit dir gemeinsam. Also bitte. Das ist aber eine Unverschämtheit. Ich würde mir niemals Edelsteine aus dem Hintern ziehen. So, wie machen wir das am besten? Sehr schön, das war das Dümmste, was ich machen konnte. Oh Gott. Oh Gott. Sehr schön, haben wir das geschafft. Gleich dürfen wir es haben. Sehr schön, da war das Bonuslevel sehr erfolgreich. Und jetzt geht's hier weiter. Hat nicht so weit rüberspringen. So, diese Plattformen, diese durchsichtigen in einer gewissen Farbe, die sind erst verfügbar, wenn wir den dazugehörigen Edelstein gefunden haben in einem anderen Level. So, da vorne sehe ich schon meine Schwester. Hallo Moni. Nein! Verdammt. Tja, das ist schon wieder Karma hier. Nein, warum denn? Ich bin noch... Ich wollte... Spiel. Jetzt. Ach Gott sei Dank.
tötet Bill. Oh nein. Zwei davon. Gott, und Hauptsache erstmal ein Checkpoint. Und jetzt geht der Quark weiter. Jetzt haben wir hier wieder solche tollen Kistchen. Ja, da kommen wir auch ohne Turbo durch, weil mit dem Turbo, finde ich, ist man nur so ein bisschen... Nein! Oh, das ist doch nicht wahr! Oh! Das ist wieder so meine Feinmotorik. Und Stunden später. Jawohl, endlich. So, haben wir das. Sehr schön, da haben wir die erstmal verarscht. Es kommt hier noch eine, die will uns am Ende ärgern. Aber nein, wir haben hier... Ihr seht, hier fehlen noch ganz viele Kisten. Das sind die, die in diesem blauen Edelstein-Level noch gewesen wären. Und da sind wir erstmal wieder durch. Ja. Also bisher so die erste Ebene läuft eigentlich ganz gut, aber das ist auch noch die... Dong, dong. Siehst du, jetzt kommen sie aus den Ohren. Oh. Drei Kristalle? Nicht schlecht. Wie ich sehe, hast du den Dreh langsam raus. Ich muss Energie sparen. Ich melde mich wieder, wenn du den fünften Kristall hast. Sehr schön. Und jetzt mal ins nächste. The Pits. Auch wieder nach einem Dschungellevel auf. Ja. Mal sehen, ob es weiterhin so gut flutscht. Ah, schön. Nein, lass mich. Ein Akku. Immer natürlich. Jetzt haben wir hier auch schon wieder die Geier. Ach so. Na egal. Mir ist das jetzt hier zu heiß wegen so einer Einzelkiste. Noch ein Geier. Tschüss. Ich finde das Level-Design ist echt schön. Die haben jetzt hier ein bisschen so noch Tageszeit reingebracht. Das war natürlich im Original nicht so. Da hat er das alles ungefähr so ähnliche Beleuchtung. So, weg und ja. Ich glaube, gehen wir den Hauptweg oder den... Ich glaube, wir gehen hier zuerst lang. Weg damit? Ist die Frage. Aktivieren wir den jetzt schon? Ich würde den eher vielleicht auf dem Rückweg aktivieren, weil ich glaube, wir müssen zurück. So, weg damit. Ich glaube, wir hätten hier mal alle töten sollen. Das wäre vielleicht besser. Ach Mist. Das heißt, der taucht dann wieder auf. Weg damit. So, wir gehen denselben Weg mal zurück, weil da haben wir auf jeden Fall einen Checkpoint. Muss man allerdings aufpassen. Ich habe leider ein paar Feinde übrig gelassen. Das habe ich mir zu spät gemerkt. War nicht so gut. Jetzt kommt nämlich bestimmt gleich hier wieder Geier Gustav. Man muss auch ganz... Oh Gott. Oh Gott. Ich höre doch schon was. Oh Gott. Okay. Das ist schon mal gut. Weg damit, du dickes Tier. Wir brauchen keine dicken Tiere hier auf dem Weg. Nein! Immer wenn ich irgendjemanden... Oh. Ist, glaube ich, irgendwie Karma oder sonst sowas in der Art. Lassen wir das dicke Tier jetzt mal im Leben. Schon klappt das.
So, und jetzt können, oh Gott. Jetzt können wir hier lang gehen. Weg damit. Oh, hau bloß ab hier. Das ist ja stressig. Das ist ja... Jetzt haben wir hier erstmal auf jeden Fall mal einen Checkpoint. Sehr schön, haben wir das schon mal geschafft. Ja, hier durch. Ah. Bum. So, jetzt sollten wir alles haben hier. Das lassen wir einfach links liegen. Oh nein, jetzt kommen wieder dicke Maulwürfe. So, und hoch. Ja, so. Ein Bonuslevel. So, und die kriegen wir mit dem Bauchklatscher platt. Frag mich, wenn er das macht, das tut doch trotzdem weh. Ah, ich will nicht so. Was ist denn da? Oh nein. Kann mich erinnern. Die ist ganz schrecklich hier. Ja gut, das Gute ist, im Bonusleveln verliert man keine Leben. Das heißt, wir haben hier noch genügend Versuche. Und ja, ich weiß, da müsst ihr jetzt genauso durch wie ich. Klatsch. Klatsch, klatsch, klatsch. Ich will hier keine 3 Stunden brauchen. Ich will jetzt hier schnell durch. So, So, auf die mittlere sind wir gesprungen. Das dürfen wir nämlich jetzt nicht vergessen. Das ist weg. Dann nehme ich das, aktivieren. Gott, jetzt bin ich nämlich fast so kurz gesprungen. Ah, so. Oh, ist das schwer mit diesem Abschätzen. Ja, wir machen es anders. Wir machen es anders. Ah. Oh, ich schwitze schon wieder. Na. Oh. Na. Oh, wir versuchen wieder die mittlere zu erwischen. Okay. Das war nämlich, das ist schon richtig, dass wir die zuerst versuchen. Müssen wir uns bloß merken. So, jetzt ist nämlich hier kein Leben mehr drin. Das ist doof. Diese Abschätzung. Wo kommen wir jetzt hier hoch noch? Sehr schön. Und jetzt müssen wir auf die beiden irgendwie springen. Oh Gott. Oh Gott. So. Oh, geschafft. Puh. Meine Güte. Warm. So, weiter geht's. Wilde Wumperjagd hier. So, und den ersten haben wir schon mal gleich wieder ausgeschaltet. Das haben wir mal einen guten Riecher gehabt. Ah! Wie, warum? Ach, warum? Was fällst du in das Loch dort rein? Diesmal nicht. Haut weg, haut ab, ihr Dicken. So. Jawohl, der nächste Edelstein. Jetzt haben wir Kristall und Edelstein auch für das Level. Es läuft doch gar nicht so schlecht mit ein paar kleinen Schönheitsfehlern. Thank you.
sehen schon aus. Es wird ja immer schlimmer. Sehr schön. Siegestanz. So, und jetzt kommen wir zu Crash Dash. Ich befürchte Schlimmes. Ich befürchte ganz Schlimmes. Ich glaube, das könnte ein Verfolgerlevel sein. Ja, ist es. Das seht ihr jetzt schon hier, dass hier kein Ausgang ist, sondern dass wir so rumlaufen müssen. Und ich hasse Verfolgerlevel. Ja, das wissen wir. Linker Stick und B ist rutschen. Das haben wir schon rausgefunden. Mhm. Ah, ich glaube. Oh nein, hier sind auch noch Minen. Okay, das ist schon mal gut. Den haben wir schon mal hinter uns gelassen. Nein, warum? Nein! Mann, na klasse. Ihr seid doch doof. War mir jetzt egal. So, wir haben jetzt einen Checkpoint. Das ist immer so ein bisschen Beruhigung. Aha. Na toll. Ich dachte wenigstens, dass sie dort reinfällt. Aber den Gefallen tut sie uns nicht. Vielleicht hier? Okay. Kristall haben wir schon mal. Jetzt geht's ins Wohnungslevel. Ins Bonuslevel. Mal gucken, was uns hier. Das sieht da alles schon wieder hier so anstrengend aus. Na toll. Wer macht denn sowas? Sehr schön, das haben wir gut hingekriegt. Oh nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 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 Sehr schön. Das war gut. 115 Wumpas. Ein Leben. Jetzt sind wir schon bei 8. Ach nee. Oh, jetzt wäre ich, fast so blond gewesen und zurückgelaufen. Was ist das? 8 Turbofelder. Na super. Ach, der war schöner. Das ist hier der blanke Stress. Ihr glaubt nicht, was das hier für Stress ist. Gott. Die haben wir schon mal. Erstmal einen guten Vorsprung. Nein, und fallen ins Loch. Zeichen. So, Turbofeld. Und das wird aber gar nicht bekommen. Schade. Vorsprung hätten wir natürlich brauchen können. Das ist wieder zu kurz. Hier wird... Nein, komm! Oh Gott! Nein, das war ich zu langsam! Das ist ärgerlich. Und hier war schon... Da war die Gier wieder größer als die Vernunft. Ist oft beim Essen auch so. Das springt ja auf die Kiste! Ganz ruhig. Alles gut. Ah, jetzt bleibt er auch noch stehen. Ah, Mist. Ich habe mal eine Kiste vergessen. Aber wurde durch die Kugel zerstört. Es war zwar ein Leben drin, aber na gut. Hauptsache geschafft. Und wir haben jetzt alle 5 Level des unteren Etage auf jeden Fall jetzt erstmal fertig. Genau. Sehr gut, Schwesterchen. In einem Level musste man doch zurück und in die Schlucht springen. Genau. Das erkennt man daran, da sind irgendwie dann, da fällt die Kugel runter und dann sind aber noch 3 Balken irgendwie übrig. Und da muss man auf jeden Fall wieder zurückspringen. Das ist so ein kleines, ja, verstecktes Level.
Ja, und Crash freut sich. Sehr schön. So. Ah, und jetzt haben wir hier nämlich... Ah, das ist diesmal anders. Früher war das so, da hätte der jetzt was gesagt. Und da wäre man, hätte man sich hier draufgestellt und wäre hochgefahren. Jetzt ist hier direkt so ein Level. Okay, und da gehen wir jetzt mal zum Zwischenboss.